Hallo, ich bin Kai Zäumer von der Volkswagen Driving Experience. Jetzt erläutere ich Ihnen, wie das Navigationssystem im Golf 8 funktioniert. Um Ihre Heimat- oder Arbeitsadresse festzulegen, gehen Sie auf das Feld Ziele und tippen danach ganz rechts auf den Reiter Favoriten. Dort haben Sie die Möglichkeit, die entsprechenden Adressen zu definieren. Sie können sich sowohl Ihre Heimatadresse als auch die Adresse Ihrer Arbeitsstelle abspeichern. Die Routenführung starten Sie entweder nach Eingabe des Zieles auf klassische Art und Weise mittels Texteingabe. Die Alternativrouten lassen sich einblenden, indem Sie auf dieses Symbol klicken. Alternativ können Sie ein Ziel auch über die Spracheingabe definieren. Die Eingabe ist nicht an eine bestimmte Reihenfolge gebunden, zum Beispiel Stadt, Straße und Hausnummer. Hallo Volkswagen! Wie kann ich helfen? Fahre mich zum Berliner Ring 1 in Wolfsburg. Okay, Wolfsburg, Berliner Ring 1. Gute Fahrt! Die Zielführung beenden Sie, indem Sie auf das Zielfähnchen in der rechts am Bildschirm befindlichen Routenleiste tippen. Das Zoomen in der Karte ist sowohl über eine Zwei-Finger-Geste als auch über den Touch-Slider möglich. Dafür nutzen Sie diesen mittels zweier Finger. Der Routenplan zeigt Ihnen Ereignisse und ausgewählte Point of Interest entlang der Route an. Um die Karte in Fahrtrichtung oder nach Norden auszurichten, drücken Sie auf das Symbol mit dem großen N. Um die Navigationsansagen auszuschalten oder die Lautstärke zu verändern, gehen Sie in folgendes Untermenü. Das Navigationssystem merkt sich häufig angefahrene Ziele und Routen und speichert diese unter dem Reiter Vorschläge. Bitte bedenken Sie, dass Sie stets selbst für das sichere Führen Ihres Fahrzeugs verantwortlich sind. Diese und weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs. Volkswagen.